Guten Tag. Bei Facebook kriege ich viele Kommentare. Vielen, vielen, vielen Dank. Und bei YouTube auch. Dafür wirklich danke, danke, danke. Ich freue mich sehr. Wassermann-Frau mag das Rollenspiel nicht, habe ich schon erwähnt. Wassermann-Frau ist in ihrem sexuellen Verhalten oft liberal. Deswegen sind Wassermann-Frauen sehr oft bisexuell und eine Wassermann-Frau braucht neben einer Beziehung noch mehrere Beziehungen und neben einer Ehe hat sie oft mehrere sexuelle Affären. Das ist ähnlich wie mit dem Zwilling. Zwillinge sind auch so, dass sie oft bisexuell sind und Wassermann ist auch Luftzeichen. Und das ist sehr ähnlich. Und ich muss sagen, Wassermann-Frau ist ein sehr maskulines Zeichen. Deswegen erwähne ich hier diese sexuelle Affären. Bei Männern ist das auch oft so, dass die Männer mehr Sex brauchen als die Frauen. Nicht immer, aber oft. Und diese Wassermann-Frau ist wirklich ein sehr maskulines Zeichen. Deswegen steht sie nicht am Herd, kocht keine Schnitzelchen und keine Gulaschsuppe und wird diesen Mann, den sie da hat, den geliebten Mann, nicht als Superhelden ansehen. Über Gefühle habe ich schon gesprochen, dass sie sehr selten zeigt ihre Gefühle. Deswegen ist das so, wenn man Wassermann-Frau trifft, ist sie, wirkt sie so kalt und abweisend und überheblich. Mit dem Zwilling ist es auch ähnlich, dass der Zwilling so denkt, aber das ist wieder diese Bipolarität, dass sie denken, wow, tolle Frau, die möchte ich haben, aber dann denkt Zwilling, die ist mir zu dünn, nein, nein, die ist mir zu schlampig, aber dann denkt er wieder, wow, die ist geil, die gefällt mir. Und Wassermann-Frau ist auch so. Und Wassermann-Frau wird dir diese Gefühle nicht zeigen, habe ich schon erwähnt, weil Gefühle sind immer eine Schwäche. Gefühle zu zeigen ist Gefühlsüberschwang und eine Versklavung, habe ich schon erwähnt, und vor allem eine Unterdrückung. Deswegen sage ich, dass das sehr maskulines Zeichen ist. Und sie wirkt so, ja, als ob sie ein Mann wäre. Deswegen ist es schwierig mit dieser femininen Seiten von Wassermann-Frau zurechtzukommen. Sie will mit dieser Weiblichkeit nicht richtig fertig sein wollen. Manche Leute fragen mich, wow, ist das wirklich so schlimm mit uns? Ja, das ist wirklich so. Ich habe es schon erwähnt, es gibt verschiedene Gründe, warum Wassermann-Frau die Gefühle nicht zeigen will, weil sie Angst hat, dass ihr Herz wieder gebrochen wird. Viele Menschen wollen keine Beziehung eingehen, weil sie wollen dann nicht verletzt werden. Und Wassermann-Frau ist auch so eine Frau. Deswegen zeigt sie lieber diese maskuline Seite und deswegen lieber mehrere Affären haben, aber nicht mit einem Mann da zusammen sein und das nicht, dass es zu dieser Versklavung kommt. Und andere Seite ist natürlich, weil man immer irgendwie verletzt wird. Natürlich wird man verletzt und deswegen hat Wassermann-Frau so viel Angst. Aus diesem Grund wissen wir, warum das so ist. Viele Menschen wollen keine Katze haben oder keinen Hund, wenn sie alt sind oder älter, weil sie denken, wenn ich 70 bin, was soll ich mit einer Katze machen? Die wird 20 und wenn ich mit 80 sterbe, dann wird die Katze noch eventuell 10 Jahre leben. Nein, lieber nicht. Und diese Gefühllosigkeit ist wirklich oft da bei Wassermann-Frau und auch bei Wassermann-Mann. Und ich war gerade am Sonntag da bei einem Freund, der ist Wassermann, und der hat ein Unternehmen und in diesem Unternehmen arbeitet ein Mann
ein junger Mann, das ist ein ganz toller Mann mit Fähigkeiten, mit Kapazitäten, mit allem. Und dieser Mann hat schon erwähnt, eventuell da wegzugehen. Und dieser Mann, der mein Kumpel ist und Unternehmen hat, der hat zu mir gesagt, weißt du was, dann soll er gehen. Ich habe sofort eine Frau an seiner Stelle. Ich habe eine Frau gerade kennengelernt. Die kommt sofort hier. Wenn er gehen will, soll er gehen. Das ist das, was ich meine mit dieser Kälte, mit dieser Gefühllosigkeit von Wassermann-Menschen. Anstatt zu kämpfen, anstatt, mein Gott, ihm mehr Geld zu geben, was auch immer, will er natürlich sofort stolz zeigen, überheblich sein und sagen, dann soll er gehen. Und so funktionieren oft die Beziehungen mit Wassermann-Menschen, dass sie anstatt kämpfen, anstatt Gefühle zu zeigen, anstatt zu sagen, du bist doch so toll und ich mag dich und du bedeutest mir so viel, nein, du sollst gehen. Das sind diese Punkte, weil Wassermann-Menschen sind so stolz und wirken wirklich überheblich und hochmutig. Und deswegen wollen sie oft diese Gefühle nicht zeigen. Obwohl, wie ich schon gesagt habe, Gefühle hat jeder. Auf jeden Fall, Wassermann-Frau ist oft bisexuell und sie braucht mehr als eine Beziehung. Aber für heute ist die Zeit um.